Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zurück zu Remastered und einer jetzt bis erstmal speziellen Folge, das allererste Mal Mario Maker. Und zwar habe ich mir gedacht, Jan hat bis jetzt Mario Maker noch nie gespielt. Natürlich hat er Super Mario schon mal gespielt, hoffe ich. Irgendwann habe ich, glaube ich, mal Mario Teil gespielt. Ja. Ich habe schon vor längerer Zeit mal ein paar Level gemacht und habe mir gedacht, vielleicht kann der Jan ja mal ausprobieren, da durchzukommen. Ja, was empfiehlst du mir denn? Welches such dir eins aus. Du kannst immer gucken, wenn du, ich glaube... Welche sind denn gut? Die sind alle super. Du kannst immer drauf klicken, glaube ich. Und dann siehst du, die Abschlussrate heißt halt, wie schwierig das ist. Da hat es einer 7 Sekunden geschafft? Ja. Hat er gecheatet? Nee, das ist nicht. Das kriegt man schnell in das Level. Das siehst du ja, das ist nicht so lang. Ah ja. Und genau, da. Ja, ich fange aber mit dem hier an. Ja, das hat eine Abschlussrate von 15. Aber das erinnert mich halt an meine Jugend. Ja. Ne? Super Mario Bros. Für NES und das Castle-Design. Wunderbar. Alles klar, dann versuch's mal. Wenn ich jetzt hier auf Speichern drücke, würde ich dann das lokal bei mir speichern? Genau. Dann spiele ich. Ja, weiter. Ja, Jan hat das Spiel noch nie gehabt, deswegen wir spielen gerade auf Jans Konsole. Da seht ihr Phils ID. Schnell mitschreiben. Jetzt genau, wenn ihr meine Level spielen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Hinterlasst mir ein Like. Ich habe nur 500 Sekunden. Okay, ich muss gerade mal ein bisschen klarkommen. Ich spiele mit D-Pad natürlich. Das sind ganz normale Mario-Steuerungen. Ja, sorry, ich kann doch trotzdem mal... Ich muss dazu sagen, wir haben gerade Schlümpfe gespielt. So, also bitte. Und ich musste auch nochmal... Ich habe das ja schon mal gesagt, dass es schwieriger ist, weil die ja anders liegen als die Knöpfe damals. Und, nein, tun sie eben nicht. Also sorry, auf dem NES hast du nur 2 Knöpfe, die nebeneinander liegen. Ja, NES, und deswegen ist ja es okay. Halt, so, ja. Das wollte ich jetzt aber sagen. Beim Super Nintendo. Ab dem Super Nintendo sind die Knöpfe immer gleich. Okay, ich frage mich jetzt natürlich, wie komme ich da hoch? Willst du da hoch? Wie komme ich recht? Ist das hier eine... Bewegen die sich diese Knöpfe? Achso, okay. ich hab mich schon... Also, egal. Da wird Angst. Das ist wie bei Super Meat Boy. Genau, du siehst alle Leute, die da gestorben sind. Okay, ich muss erstmal rein. Wie kann ich das so timen? Was passiert jetzt? Das kommt nicht wieder zurück, Jan. Ich sitze das aus. 500 Sekunden. Okay, ich muss also, wenn ich losfahre, schon timen, wann die, wie die Dinger sich drehen. Ganz genau. Ach, so eine Scheiße, ey. Hast du direkt ein gutes Level ausgesucht, wa? Ja. Ja, jetzt schaffst du es aber. Sinken die? Du kommst ja gerade wie ein Amateur feuern. Was ist denn los mit dir? Was denn? Was soll ich denn machen? Abschlussrate 15%, hallo? Geht gut. Werden denn da alle mit reingerechnet? Also auch alle Tode? Ja. Achso, okay. Ich glaube schon, ja. Scheiße. Ja, es ist schwierig. Okay, beim dritten Pimmel ist das. Oh, das habe ich nicht nachgedacht. Das schaffst du aber. Ich will auch einfach den Weltrekord aufstellen. Oh. Da ist so ein Wichser. Ich hätte wohl vorher da hochspringen müssen. Ja. Das erklärt einiges, ja. Aber guck mal, da sind auch viele andere gestorben. Hast du das Level selber mal geschafft? Wenn man es hochlädt, muss man das immer selber einmal geschafft haben. Ah, okay, das ist geil. Um Missbrauch und so vorzubeugen. Ganz genau. Muss halt nur gut sein. Ja, ja, da habe ich meine Schwierigkeiten. Vielleicht lag es auch gar nicht an den Schlümpfen vorhin, sondern einfach daran, dass du einfach nicht gut bist. Ja, kann echt sein. Er lacht nicht. Ich will es jetzt einfach schaffen. Ja, aber du bist so zaghaft die ganze Zeit. Ja, ich will es einfach einmal hinbekommen. Ma, verfickte Wurstscheiße hier. Ja, was soll ich machen, ne? Also ernsthaft. Und durch. Nein. Er kann nicht aus so einem Winkel, ne? Nee. Okay, ich warte jetzt noch einmal das Timing besser ab und laufe ich da durch. Ja, yes! Jawohl! Und
so werden wir uns jetzt durch die Videospielgeschichte spielen, denn Philipp hat ja offensichtlich mehrere Generationen Mario verwurstet. Ja. Gibt es auch ein Mario Galaxy Level? Nee, leider so advanced ist das leider nicht. Ne? Es geht halt bis alle 2D Mario, alle Iterationen sozusagen. Eine Sekunde, ich mache noch kurz den Weltrekord. Nur ein Versuch. Ja klar, jetzt kannst du ja den geheimen Weg versuchen zu finden. Meinst du, der Weltrekordhalter hat den geheimen Weg gefunden? Was ja, klar, auf jeden Fall. Kannst du selber Weltrekordhalter sein? Nee. Ja, egal, ich weiß es. Nah dran, ganz nah dran, Mike. Naja, jeder, der es mal ausprobieren möchte, es gibt einen geheimen Weg. Und ich glaube, es ist über den Hammerbrüdern, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, dann schauen wir uns jetzt das nächste Level an. Ach, guck mal, ein Fähnchen. Aber du hättest natürlich auch, du kannst es natürlich jetzt auch favorisieren, genau. Mir ein Like geben. Warte, mach mal, dass ich, wenn einem das Level gefallen hat. Wo mache ich das denn? Ja, da bei den Sternen, genau. Welcher Stern? Der. Ach so, ich bin schon drauf. Okay, ich habe das gerade nicht gereicht, tut mir leid. Ja, komm. Yay! Irgend so ein Japaner, der sich Gott nennt. Vielleicht wollte er auch gut schreiben. Kann auch sein. My Propeller. Cooper Jump klingt mir nach so einem Scheiß, wo man sich dann so tausendmal versuchen muss, dass man also, das Teil raus hat. Also, dass das so eine niedrige Zahl hat, das ist, glaube ich, das allererste Level, was ich jemals gemacht habe. Das habe ich echt nicht verstanden, weil eigentlich das super einfach ist. Okay. Ich mache jetzt mal Conquering the Fleet. Zu Super Mario Bros. 3, das letzte Mario auf dem NES. Ja, gucken wir uns mal an. Ja, wie du siehst, habe ich das Luftschiff-Thema genommen. Ja, ich war jetzt gerade irgendwie. Ich muss erstmal klarkommen. So, jetzt renne ich einfach an dem mal vorbei. Ich gehe direkt auf den Weltrekordkurs, würde ich sagen. Ja. Das willst du schaffen. Nicht schlecht. Ah. Ich hab die schon immer gehasst, ne? Hammer, Bruder. Ja, das sind einfach die schlimmsten Würste von allen, wirklich, mit Abstand. Ja, vor allem, dass die mal rumspringen, ne? Ja. Das ist immer gut. Oh. Renn hinterher, ja. Okay, wie du siehst, kannst du da das Blatt kriegen. Okay, alles klar, cool. Mario Bros. 3, daran habe ich auch echt nicht viel Erinnerung. Echt? Nee, ich habe den ersten, zweiten habe ich ohne Ende, also den ersten habe ich natürlich am allermeisten, weil es einfach mein allererstes Konsolenspiel war. Aber den... Nein, du musst runter. Den zweiten habe ich... Ich kann irgendwie nicht Geschichten erzählen und springen, es ist unmöglich. Den zweiten Teil habe ich, also das war nicht, das ist ja dieser Fake-Zweite da, ne? Der ja, genau. Auf diesen Doki Panic. Genau. Den habe ich auch richtig viel gezockt. Also echt? Den fand ich, den habe ich auch... Habe ich nie durchgespielt. Genau, den habe ich auch nicht durchgemacht. Da habe ich tatsächlich, da habe ich tatsächlich Schwierigkeiten gehabt. Irgendwann. Aber den dritten habe ich dann... vergessen. Der habe ich dann irgendwann von meinem... Ich erzähle es jetzt ganz schnell. Der habe ich dann irgendwann von meinem Cousin ausgeliehen, dann halt immer mal durchgezockt. Mhm. Der war dann ja auch wieder Mario. Also Mario halt, klassisch Mario. Ne? Ja. Auch da Wahnsinn, wo wir auf Fünf schon dabei waren mit... krass, oder? Wo wir schon vorhin dabei waren bei... bei Fortschritt und so, wie sich das weiterentwickelt hat mit den Generationen, ist das schon, ist das auch krass, wie einfach Mario Bros. 1 aussieht und wie dieses Spiel einfach aussieht. Ne? Mm, ja, genau. Gut, die sind jetzt ja alle nochmal ein bisschen geupdatet und 3D und so, aber trotzdem. Ja, das ist ja jetzt nochmal was anderes, aber ja klar, das war richtig krass, was die, eigentlich hatten die ja, Miyamoto und Co. ja vor, in Mario Bros. 3 schon Yoshi einzubauen. Aber das
ging dann durch die Hardware-Limitation dann irgendwie was nicht so gut möglich. Na dann. Das kann ich ja nicht auch. Yeah, und nein. Meine Güte, Jan, was ist denn los? Ich hatte mein Ziel doch fast erreicht. Ja, was soll ich machen? Ist nicht so einfach alles. So dein Kacklevel hier. Ja. Man merkt, dass du kein professioneller Spieldesigner bist. Gott, ab, Mann. Okay, ich darf gleich nicht mehr reden. Ja, was in einer Podcast-Sendung immer das Beste. Das ist keine Podcast-Sendung, das ist fucking Remastered. Das gucken die Leute, wegen des ultra guten Gameplays, ne? Jetzt kannst du auch fliegen! Ich glaube es nicht! Hast du gesehen, da waren. Ja, ich hab gesehen, ja. Aber. Das ist mir egal. Aber es war schon geil, oder? Letzter Versuch, Jan. Bevor die Sendung endet. Folge? Ja. Alter, ich hol mir jetzt den fucking Weltrekord. So natürlich erstmal nicht. Erstmal mit dem Level vertraut werden. Ja. Fick dich, ne? Und ich weiß ganz ernst, fick dich einfach. Pass auf! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich mir den Weltrekord hole. Ja, gleiche Stelle, gleiche Welle.